und herzlich willkommen zu Gamondo Packt aus. Die Show, in der ihr dabei zu sehen, wie wir geile Sachen auspacken. Ja, wir haben jetzt ein hübsches kleines Paketchen von Reset Entertainment gehabt mit einem Otome Game. Zwar nein, RIP. Ein, ja, wie gesagt, Otome Game, also nicht unbedingt ein Spiel, was irgendwie für mich interessant wäre. Nichtsdestotrotz haben wir hier eine schicke Limited Edition. Und zwar für die Nintendo Switch. Da sind natürlich ein paar coole Sachen dabei gewesen. Als erstes natürlich wieder so ein hübsches Kärtchen, das wir von dem Iffy Store kennen. Übrigens kann man diese Edition auch bei Iffy im Iffy Store, also von Idea Factory, da kann man sie noch bestellen. Wird dann halt entsprechend zugestellt. So, schauen wir uns das kleine Kärtchen mal an, das wir als Bonus dazu bekommen haben. Es sieht nett aus, ist cool, nice. Ich mag das, ist ganz nett. Interessanterweise gab es hier jetzt noch so ein lustiges Tuch noch dabei. Packen wir mal aus und schauen es uns an, was das für ein hübsches kleines Tüchlein ist. Oh, das ist cool. Idea Factory natürlich. Sehr nett gemacht. Finde ich sehr cool. Ja, wenn man Party machen möchte, ist das sicherlich gar nicht verkehrt. Erinnert mich jetzt stark an meinen Japan-Urlaub, wo ich gerade erst herkomme. Von daher super mega geil. Sehr schön. Ach, das ist... Also das ist... das ist etwas, was mir gefällt tatsächlich. Und... Nett. So ein Fähnchen ist schon nice. Fehlen darf natürlich auch nicht das Spiel selbst, natürlich auch nicht. Und das machen wir erstmal auf, wenn wir das in irgendeiner Form auch bekommen. Natürlich bekommen wir das auf, weil wir sind ja Profis hier. Das könnte sich nur um Stunden handeln. So. Ich hätte die Folie natürlich auch vorher abmachen können. Aber, naja. Manchmal muss man hier auch ein bisschen Authentizität reinbringen. Das ist ja schließlich ein Unboxing-Video und dann muss man natürlich auch Sachen erstmal auspacken. So, schauen wir uns das Cover zu diesem Otome Game an. Dem 9-Rip. Unten haben wir ja ganz groß das FSK-Logo 16 PG ab 12 tatsächlich. Hier geht das mal ein bisschen auseinander. 9-Rip, das Logo, und dann haben wir da ja die Heldin wahrscheinlich, die sich um ja die Herren dann kümmern muss. Wir wissen ja, im Otome Game spielt man meistens ein Mädel, das mit mehreren Herren in irgendeiner Weise zu tun hat. So eine Art Reverse Harem, könnte man sagen. Vielleicht ist es ja auch, ich meine, das Männer-Harem, ne? Egal. Die Rückseite oben sehen wir natürlich dann die Herren, die wir hier in diesem Spiel wahrscheinlich erobern können. Dann ein bisschen Text und Screenshots und ganz unten die obligatorischen rechtlichen Hinweise. Ja, haben wir ein Wendecover wegen dem großen Logo? Ja, natürlich haben wir. Und wir haben ein alternatives Cover. Das schauen wir uns natürlich auch an. Das können wir wieder reinstecken. Das brauchen wir nicht. Hier haben wir ein anderes Cover und das finde ich sogar irgendwie hübscher als das andere. Unten natürlich das Logo, diesmal zentriert, ohne die ganzen störenden Altersfreigaben. Und darüber ein sehr schönes Artwork, also es ist sehr cool. Sehr mysteriös in diesem schicken Anime-Stil gehalten. Sieht nett aus, sieht echt cool aus. Ist ein sehr, sehr schönes Motiv. Vielleicht ist es als Poster drin, wir wissen es nicht. Wir werden mal reingucken. Ich weiß gar nicht, worum es in dem Spiel geht. Also thematisch. Ich meine, inhaltlich wird es wahrscheinlich irgendwie mit Herren zu tun haben, die man erobern muss in irgendeiner Form. Aber naja, schauen wir mal, was das Spiel selbst bringt. Oder besser gesagt, die Limited Edition. So. Schauen wir uns erstmal das Cover an von dieser Box, die ich übrigens auch sehr schick gestaltet finde, weil es sehr schön farblich, sehr, sehr, ich meine, das ist halt immer sehr, sehr beeindruckend.
Hier haben wir natürlich sehr verschiedene Artworks in verschiedenen Stilen gehalten. Finde ich relativ interessant. Wahrscheinlich sind das so die verschiedenen Typen. Ich habe keine Ahnung. Es sieht aber sehr schön gezeichnet aus. Es ist wirklich sehr hübsch gemacht. Unglaublich hübsch und schick. So, ganz hinten haben wir, ich weiß gar nicht, wie rum man das jetzt halten muss, weil irgendwie rechts rum, links rum, ergibt beides nicht so viel Sinn. Aber ja, keine Ahnung. Das sieht aus wie Schatten von Figuren. So rum sieht es irgendwie richtiger aus, wie ich finde, aber dann ist das, ich habe keine Ahnung. Hier oben steht auch wieder Nine Rip das Logo und an den Seiten haben wir so ein paar hübsche Ornamente. Finde ich, es ist eine sehr schick gestaltete Box, muss ich sagen. Es ist, und ich mag schicke Boxen, deswegen sehr schick. Hier macht man es offensichtlich auf in irgendeiner Form. Ja. Ich glaube, man zieht es heraus. Ja, jede Box ist immer wieder anders. Ja, ich finde das so schön hier mit dem. Das hat man wieder wie so eine Tischdecke so ein bisschen. Ja, wir haben einen Fächer. Cool? Cool. Schauen wir uns mal das Bild des Fächers an, weil das ist ja bei diesen asiatischen ja, Luftfächern, ich weiß nicht, ob das so ein bestimmter Name hat, wenn sie asiatisch sind, ist halt ein Fächer. Und die haben meistens sehr, sehr schöne Motive. Ich will es nicht kaputt machen. Warum muss ich es denn aufmachen? Wahrscheinlich mache ich erstmal. Hier oben ist so ein Faden, der das so zusammenhält. Den machen wir erstmal ab. So. Und dann können wir das auffächern. Oh. Ja, Mai. sieht sehr schick aus. Ist sehr edel. Wie wir sehen, haben wir hier so ein Blütenmotiv drauf. Ist nett. Sehr schön. Ich glaube, das sind Blüten. Es sieht farblich sehr schön aus. Sehr schick. Legen wir mal zur Seite. Hier ist auch noch was. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Eine Schachtel. Ganz spannend. Schauen wir mal rein. Erstmal irgendwie hier rausholen. Wir irgendwie viel zu viel Verpackung. Können wir uns kurz mal angucken. Also hier vorne haben wir halt das Logo wieder drauf. Nine Rip. Und es ist halt so eine graue Schachtel. Die kann man aufziehen. Und da ist dann irgendwas drin. Eine Kette. Ich weiß nicht, ob das so eine Trickschachtel ist oder so. Das kennt man ja. Oh ja. Also, wir haben hier so ein Talisman mit so einem, wie heißen diese Dinger nochmal? Tamar. Ich hab den Namen vergessen. Auf jeden Fall eine Kette mit einem Yin- oder Yang-Symbol. Sehr schick. Und hier hinten ist noch so ein Kettchen. Ich weiß gar nicht, wofür das gut ist. Vielleicht um es noch irgendwo anders hinzuhängen. Ich habe keine Ahnung. Spannend. Ich frage mich, ob das eines der Gegenstände ist, die einem der Herren gehört, oder ob das irgendwas ist, was die Dame hat, die man dann spielt. Ich weiß es nicht genau. So. Der Soundtrack. Finde ich auch mal cool. Vor allem als physische Version hier. Und wenn die Musik richtig gut ist, dann mag ich das auch ganz gerne, die halt als Soundtrack-Version zu haben. Wir machen uns das hier auf und
schauen uns das Cover an. Ja, da haben wir Whispers from Near and Far und das Logo und dann haben wir da hübsche Bildchen von den Protagonisten oder den Figuren aus dem Spiel. Sieht nett aus, ist cool. Die Rückseite, die zeigt, ja, unsere Heldin wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, Whispers from Near and Far. Ja, sagt jetzt noch nicht viel aus, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur die Tracks sind, die da drauf sind, wäre ein bisschen wenig, aber vielleicht sind die besonders gut. Ich weiß es nicht genau und hier haben wir dann, wo ist es, eine Doppel-CD. Gucken wir mal, dass wir es aufklappen können, damit wir das hier so ein bisschen sehen können. So, schauen wir uns das doch auch mal im Detail an. Wir haben da jetzt die Figuren, die Handlungsfiguren in SD-Form dargestellt. Und ja, sieht nett aus, ist putzig gemacht. Die Labels sehen auch ganz nett aus, also von den CDs, von CD1 und von CD2. Sieht echt schick aus. Ja, das kann man machen. Und Soundtrack auch nicht verkehrt. So, haben wir da noch irgendwie sowas Artbook-mäßiges drin? Und ja, haben wir. Geht nachher noch verloren, unsere Karte. So, das finde ich natürlich auch mal besonders wichtig, so ein Artbook. Boah, das ist sogar Hardcover. Das fühlt sich echt gut an. Das hat so eine Schutzfolie. Das ist so sehr nice, sehr nice. Schauen wir uns das Cover kurz an. Das ist nämlich ein bisschen mysteriös gestaltet, will ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung, was es darstellt. Nett. Eine Tür wahrscheinlich. Meistens haben die ja hier noch andere. Oh, das ist. Also die Rückseite von dem Schutzumschlag ist jetzt hier auch schwarz. Also es ist halt jetzt so ein bisschen anders gehalten. Legen wir die Schutzhülle mal weg. Und schauen uns das andere Cover an, was drunter liegt, also das gedruckte. Das ist dieses Motiv, das wir eben schon gesehen haben als Alternativ Cover für das Spiel. Spirit Guide Compendium finde ich nice. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr drin als nur Bilder. Und hinten haben wir auch noch ganz nett ja, ein Rip. Nett, ne? Nett, nett, nett. Kann man machen. So, dann gucken wir mal. Nehmen wir noch ein Inhaltsverzeichnis. Das wollen wir uns jetzt mal nicht spoilern lassen. Und ich habe das Gefühl, hier ist tatsächlich ein bisschen mehr drin. Das ist so ein Guide. Oh, das ist echt. Also wir haben hier Bilder. Das hier ist so was nett hier. Ne? Also ein bisschen Artwork haben wir schon. Kein Artwork per se. Aber ist ganz nett. Hier auch vor allen Dingen mit diesem Motiv jetzt. Das sind die Herren, es sieht ein bisschen wild aus. Ist nett. Aber das sind noch ein paar mehr Artworks drin. Aber vor allen Dingen haben wir hier so ein so Guide-mäßig so ein paar Sachen drin stehen. Das ist jetzt nicht ganz so spannend, weil das jetzt nur Text ist. Aber ich denke mal, das hilft dann wahrscheinlich im Spiel selbst, wenn man dann bestimmte Ziele erreichen möchte, vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Ja, und das war sie schon. Das ist hier nun diese Collectors oder Limited Edition von Nine Rip, dem Otome Game. Und wir haben hier ganz nette Sachen drin. Wir haben hier so eine komische Kette, die will ich jetzt als erstes mal hervorheben, weil die halt so bizarr ist irgendwie ein bisschen. Vor allem mit diesem Schuber-Ding nochmal so ein extra. Das gibt so ein bisschen was Mysteriöses, wie ich finde. Wir haben hier auch ein nettes kleines Kärtchen als extra. Genauso wie dieses Banner von Idea Factory, finde ich super. Das ist echt mega. Hier vor allem mit so nett noch von Neptunia hier. Das ist irgendwie ganz cool. Also nett. Gehört vielleicht gar nicht so zu dieser Limited Edition dazu. Von daher lege ich es einfach nur mal so dabei, falls irgendwie passt. Von daher ist das ganz in Ordnung. Aber wir haben hier halt eine sehr, sehr schicke Box, wie ich finde. Dieses Nine Rip, das ist super schön gestaltet, die Box. Hier auch der Schuber, was man so rauszieht, da haben wir hier hinten auch nochmal das Logo drauf, was halt so schön verziert ist mit diesen Farben. Ach, das ist echt schön gemacht.
Deswegen ist es schade, dass es halt nicht so ein ganzes Artbook gibt, sondern dieses Compendium. Da sind natürlich schöne Artworks drin. Es ist echt toll, ist wunderschön. Ich weiß nicht genau, warum diese Schutzfolie, also diese Hülle, deswegen habe ich sie mal abgemacht, weil ich das Cover hier irgendwie schöner finde tatsächlich. Ist aber trotzdem nichtsdestotrotz sehr nett. Hätte man ein schöneres Motiv nehmen können, aber das Buch selbst ist natürlich über jeden Zweifel erhaben, von daher da reden wir nicht drüber. Passt schon. Soundtrack auch passend. Ne? Das Doppel-CD, wer weiß, wie viel da drauf ist, hat man gar nicht reingehört. Ist wahrscheinlich auch ganz cool. Ist immer nett, das so drin zu haben. Das Spiel an sich darf natürlich auch nicht fehlen. Für den Nintendo Switch als Otome-Game, hey, da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Wenn man Otome-Games mag, ist das sicherlich eine wahnsinnig coole, kleine Limited Edition. Und ja, kriegt man, wie gesagt, bei Idea Factory im Shop. Und ja, ist echt gelungen, wie ich finde. Ist ganz nett. Kann man machen. Ne? Ja, dann keine weiteren Worte dazu. Ach so, der Fächer vielleicht noch. Der ist natürlich auch sehr, sehr schick. Hat so eine schöne Farbgebung und so weiter. Ich meine, ich brauche jetzt keinen Fächer, aber das sieht sehr, sehr schick aus. Vor allen Dingen ist das etwas, was man sich so irgendwie in so eine Vitrine reinstellen kann. Finde ich sehr toll. Finde ich cool. Ja, dann sind wir wirklich durch mit dem gesamten Inhalt. Ist schon eine Menge drin. Ist interessante Sachen drin. Ein Highlight konnte ich jetzt nicht unbedingt herausstechen. Tatsächlich irgendwie das Banner, aber das gehört wahrscheinlich gar nicht zu dieser Limited Edition dazu. Von daher, passt schon, passt schon. So, jetzt kann ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.